Auf dem realen Eis ist die reguläre Saison durch. Auf dem digitalen Eis sind wir noch mitten drin. Nachdem wir jetzt gesehen haben, was die analogen Hockeyspieler geleistet haben, können wir uns doch fragen, ist es für ein Team vielleicht nicht sogar besser, wenn sie künftig nur noch E-Sports machen? Die reguläre Season von der National League ist durch. Dort kämpfen jetzt noch 4 Teams darum, einen Platz in den Playoffs zu bekommen. Namentlich sind das Biel, Rapperswil, Jona, Davos und Bern. Für 2 Teams ist die Saison 2021 jetzt aber definitiv zu Ende. Die gehen nicht in die Pre-Playoffs oder in die Playoffs, sondern müssen direkt sich in den Playouts behaupten, ob sie überhaupt noch in der National League dürfen mitspielen. Die Teams und auch Schlusslicht von der Tabelle von der National League sind Langnau und Ambri Piotta. Aber hey, das ist nicht so schlimm, weil eins von diesen beiden Teams ist richtig gut in der McDonald's-App E-National League unterwegs. Ambri Piotta! Das Tessiner Team hat auf dem Eis die Saison, sagen wir, absolut grottig gespielt. Auf der anderen Seite haben sie mit dem Samuel Kurt einen E-Sportler, der sie sehr gut in der McDonald's-App E-National League vertritt. Er ist momentan auf dem 4. Platz. Weißt du, in solchen Momenten musst du als Team halt einfach die schwierigen Entscheidungen treffen und Konsequenzen ziehen. Soll sich der HC Ambri Piotta wirklich noch künftig im professionellen Eishockey betätigen oder exklusiv auf E-Sports setzen? Es gibt da sicher ein paar gute Gründe. Der Samuel Kurt allein wäre sicher günstiger als die ganze Mannschaft. Sie könnten das erste E-National League Team sein mit einem eigenen Stadion, nur für E-Sportler. Es würde sicher auch sehr gut aussehen, wenn der Samuel ganz allein mit seiner Konsole dort mitten auf dem Eisfeld sitzt. Und mit dem Verkauf von digitalen Aktien, die sie angetreten haben, ist Ambri Piotta sowieso schon mit einem Bein in der digitalen Revolution. Ich sehe nur Positives. Der Gratwart hätte nämlich sicher auch Freude, wenn er künftig nur das verschwitzte Liebling von einem Spieler müsste waschen und nicht das von der ganzen Mannschaft. Ich glaube, ein ganz starker Case für Ambri Piotta eSports würde Samuel Kurt auch machen, wenn er den ganzen Bums hier einfach gewinnt. Aber auch noch cool für die E-National League, wir hätten dann exklusiv das Tessiner Derby. Und dann müsst ihr alle zu uns schauen. Nur Positives.